Es wird sportlich heute im Weserstrand der Talkshow des Weserkurier hier im Café Sand. Mein Gast, Sportlerin des Jahres in Bremen und einzige und erste Winter-Olympiateilnehmerin aus Bremen. Es ist Sommer hier im Café Sand, Zeit für ein eiskaltes Gespräch. Ich freue mich auf Kea Kühnel. Da steht sie schon auf der Spitze unseres Treppenberges. Freestyle geht bergab. Begrüßen Sie Kea Kühnel. Hallo Kea. Hallo, grüß dich. Freut mich. Komm zu mir. So viel Applaus war selten für so eine Sportart. Das stimmt. Die ja kaum jemand kennt. Free Skiing. Ja. Da fahrt ihr, komm einfach ein bisschen näher zu mir, dann können wir da so schön reingucken. Free Skiing, ihr fahrt, muss man vielleicht am Anfang einfach mal erklären, einen Berg runter und macht es euch besonders schwer, weil ihr Hindernisse drauf habt. Ja genau, also Free Skiing ist möglich in drei Disziplinen. Einmal Halfpipe, das sagt Ihnen wahrscheinlich schon was. Ja. Dann gibt es Big Air, das ist nur eine große Schanze. Und dann gibt es noch Slopestyle, das ist ein ganzer Kurs mit möglichst drei Schanzen und dann noch drei Eisengeländern, Eisenstangen in verschiedenen Art und Weisen, die man eben auch noch durchfahren muss. Und man muss eben den ganzen Kurs einmal von oben bis nach unten durchfahren mit möglichst viel akrobatischen Sprüngen und mit Drehungen. Eleganz und Geschwindigkeit. Und Style, ganz viel Style. Style. Daher kommt auch der Name Freestyle, das ist auch ganz, ganz wichtig bei uns. Ja. Und danach werden wir auch gewertet und die Punkterichter werten nach Style, nach Amplitude, also Höhe, Absprung und Landung natürlich und das, Ausführung, genau. Das besprechen wir alles später nochmal ganz genau. Klar ist auf jeden Fall, Schneeflug runter hat dir nicht gereicht. Nee. Reicht dir auch im normalen Leben nicht. Du studierst, glaube ich, heute Sinologie, so auch ungefähr das Schwierigste, was man überhaupt studieren kann, oder? Also ich habe schon meinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften absolviert und ich habe immer noch das Interesse gehabt, einfach die chinesische Sprache auch wirklich schreiben zu können. Und an der LMU in München bekomme ich eben auch viel Unterstützung durch den Olympiastützpunkt in Bayern und kann auch dementsprechend viel fehlen während der Saison. Und es macht mir unglaublich viel Spaß. Und fährst zwischendurch nach Pyongyang, um ein bisschen zu üben. Ja, das geht ja auch. Genau. Genau, ja. Was ist denn schwieriger? Tirolerisch, weil du hattest auch in Innsbruck viel zu tun, trainierst immer noch in Innsbruck, oder Chinesisch? Also ich hatte schon meine Anlaufschwierigkeiten in Tirol auch, also gerade so am Anfang, als man neu in der Stadt ist und auf den Studentenpartys ist, da so einige Ausdrücke, die nicht ganz klar waren, aber Chinesisch war natürlich, also lag mir sehr, sehr gut, weil ich konnte früher nie das R rollen. Und das können die Chinesen auch nicht. Sehr gut. Das ist meine, wir wollen das mal ganz kurz testen. Ich habe gestern Nacht noch Dirk Böhling, mein Freund, angerufen. Der hat mir spontan etwas für dich eingesprochen, in einer Sprache, die du wahrscheinlich auch kennst. Wir hören uns das mal ganz kurz an. Oh je. Mein Name ist Kea Kühnel und ich bin mit Lief und Seel Freischierin. Das erinnert dich doch an deine bremerhavische Heimat, oder? Ja, doch ein wenig, ja. Wir hören uns das gleich hier nochmal in Tirolerisch an. Oh. Ich heiße Kea Kühnel und bin eine leidenschaftliche Freestyle-Skifahrerin. Das war der Leo Hütz, mein Freund, der hat aber sitzt so tief in den Bergen, dass er keine Funkverbindung hat. Deshalb können wir nicht sehen, sondern nur hören. Okay. So, und jetzt bist du dran mit Chinesisch. Mein Name ist Kea Kühnel, ich bin eine begeisterte Freeskierin. Wo jiao Kea, wo hen si huan hua shi. Arigato. Ah, nee, das ist Japanisch. Japanisch. Ah, okay. Das war perfekt, glaube ich. Wir machen das nochmal. Wir haben noch einmal den Dirk Böhling da. In Bremerhaven sind die Wellen uns höchste Bagen. Das wir nie nicht know. Ist schon ein bisschen schwieriger, oder? Ja. Machen wir es mal auf Tirolerisch. Hören wir es uns mal an. In Bremerhaven sind die Wellen unsere höchsten Berg. Das hört man nicht lang. In Bremerhaven sind die Wellen unsere höchsten Berge. Das hat mir nie gereicht. Das ist schon chinesische Fortgeschrittene, oder? Ja, das ist schon C2, würde ich sagen. Okay, wir sind noch bei C1, das lassen wir mal weg, okay? Ja, man kann es versuchen, aber Wellen? Wellen wüsste ich jetzt nicht, aber vielleicht, also Shui heißt Wasser. Vielleicht irgendwie
verrücktes Wasser. Also das, da konnte man so. Darshray, sowas vielleicht, ja. Okay. Aber einen letzten haben wir noch, da brauchst du aber nur die Antwort zu geben. Okay. Hören wir nochmal Dirk Bülling. Ich war jemals gefragt, was ich lieber mache. Lieber Käsesemmel oder uns lecker Fischbrötchen. Und auch das hören wir uns nochmal auf Tirolerisch an. Okay. Ich wäre aber gefragt, was ich lieber ist. Ein Fleischkassemmel oder ein Fischbrot? Ein Fischbrot. Und also du darfst wählen. Ganz klar das Fischbrötchen. Also klar, du bleibst norddeutsch. Ja, also definitiv bei sowas, ja. Das Schöne an dieser Sendung ist, ich darf ja meine Gäste dann immer ein bisschen stalken. Und ich habe dich auch gestalkt natürlich und bin sofort auf deinen Vimeo-Kanal gekommen. Oh, okay. Indem du ja so eine Mischung machst aus Apple und Möbelhaus. Ja? Du nennst diesen, Vimeo-Kanal iKia, also ich Kea. Ja. Jetzt komm doch einfach mal mit mir hier rüber an den Tisch da vorne, ja. Weil wir haben versucht, das mal so für dich irgendwie zusammenzubauen. IKEA. Wir waren bei IKEA, ja, und haben für Kea, für IKEA, die billigsten Ski gekauft, die es im Möbelhaus gab. Ja? Und ich dachte, damit könnten wir vielleicht einfach mal auf unser Sofa fahren. Ja, machen wir das. Ja? Du hier. Perfekt. Ich folge dir einfach, weil du bist wahrscheinlich schneller als ich. Okay. Ja? Sind Freestyle-Ski, da kann man vor... Ja. Das sieht aber ein bisschen aus wie Pantoffeln, so, ne? Wie Tiroler Pantoffeln. Ja, so Langlaufrichtung. Ja. Oh. Ja. Das war schon Freestyle hier. Ja, ne? Genau. Ihr könnt vorwärts und rückwärts mit diesen Dingern fahren, oder? Ja, genau. Also die, man sagt dazu Twin-Tips, sind hinten und vorne gebogen, dass man auch rückwärts fahren und landen kann. Das sind ja die einfachen Alpine-Skifahrer nicht machen können. Und, aber die sind länger als diese hier, ne? Aber nicht viel länger. Die sind nicht so lang wie echte. Nee, unsere sind kürzer sogar als die Alpine-Skifahrer. Aber länger als IKEA. Ja, die definitiv. Ja. Das ist übrigens, was ist das, nicht Billa? Irgendwie. Iva, glaube ich. Es kommt gleich noch ein Stift. Ich darf das hier mal so rumgeben. Schreiben Sie einfach Fragen für Kea drauf. Am Ende werden wir sie vorlesen, okay? Okay. Kea, bitte aufs Sofa. Dankeschön. Ach, das ist ja richtig anstrengend hier, dieses ganze Skifahren und Machen und Tun und so. Ich habe eigentlich Sommerpause. Du hast, aber ich habe gelesen im Weserkurier, auch in meiner Vorbereitung, dass die Sommermonate über den Ausgang des Winters entscheiden. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Also wir müssen im Sommer uns fit machen, dass wir uns im Winter nicht verletzen. Was oder macht das, ihr im Sommer? Wir machen durchaus auch viel Krafttraining, aber wir verbinden es oft mit akrobatischem Training, das heißt, wir springen Trampolinen, wir gehen aber auch auf die Wasserschanzen oder auf die Schanzen, wo man in einem Airbag landet. Das ist alles auf Dry Slopes gemacht worden und das ist jetzt so die neue Erfindung in unserer Sportart, die uns eigentlich sehr, sehr viel weiterhelfen und uns die Möglichkeit geben, eben alle oder sehr, sehr schneenah zu trainieren. Und das gab es bisher nur in Kanada und Japan. Und wir haben es jetzt das erste Mal in Österreich auch und es ist auf jeden Fall ein Riesenfortschritt, dass auch wir Deutschen mal wieder richtig trainieren können. Ja. Das heißt, ein großer Vorteil schon mal, den ihr jetzt habt. Auch ein Grund, warum du in Innsbruck bist. Genau. Skifahrerin, ich meine, du bist Sportlerin des Jahres in Bremen geworden, nicht nur, weil du eine fantastische Skifahrerin bist, sondern weil du natürlich die erste Olympiateilnehmerin, Winterolympiateilnehmerin aus Bremen bist. Und unser letzter Gast war Till Mette, dem habe ich erzählt, dass du jetzt kommst und er hat eine Frage an dich. Ja. Bremerhaven und Ski, das ist, erschließt sich mir nicht. Und das wäre fast schon ein Cartoon, oder? Das ist ein Cartoon per se, aber die Frage ist eigentlich, daher kommt wahrscheinlich das Freestyle, weil Bremerhaven ist ja kein Abfahrt, ist ein Abfahrtski, kann man das auch Freestyle machen ohne Berge? Das fragen wir einfach mal, wäre eine gute erste Frage, ja? Ob man auch Langlauf-Freestyle macht oder Wasserski vielleicht. Zum Beispiel, ich meine, aus der Not wird man doch deswegen Freestyler, weil keine Berge da sind, nehme ich mal an, oder? War das alles nur eine Not? ich habe mir die Frage tatsächlich schon vorher mal angeschaut und ich musste wirklich sehr, sehr lachen. Nein. Also ich konnte sehr, sehr, also wir haben sehr früh gelernt, auch technisch gut Ski zu fahren durch den Landeskader in Bremen. Mhm. Und ich habe ja auch sehr viel geturnt. Und das ist auch ein wesentlicher Teil, der dazu beigetragen hat, dass ich das auch im späten Alter relativ schnell erlernen konnte. Und was auch für mich sehr interessant war,
dass man einem nicht vorschreiben kann, was richtig oder falsch ist in dieser Sportart, weil es eben, jeder macht das auf eine andere Art und Weise und jeder ist auch für einen bestimmten Trick oder bestimmt eine Art von Style bekannt und niemand musste mir vorsagen oder sagen, was ich zu tun hatte, was ich sehr gehasst habe, auch in den anderen Sportarten, dass es alles so einen Plan hatte und eine Organisation und Struktur. Und das ist eben im Freeskiing nicht. Also genau, free, also wir sind frei und wir haben jeder einen eigenen Style. Und das ist macht das auch ein Charakterzug von dir, dir nicht sagen zu lassen, durch dieses Tor jetzt und durch dieses Tor und jetzt aus dieses und Parallelschwung und so? Also ich habe es natürlich gemacht, weil sonst wäre ich ja disqualifiziert worden. Aber es, ich weiß nicht, vielleicht war es einfach nicht die, waren es einfach nicht die Sportarten, die mir so wirklich, wo ich gesagt habe, da kann ich wirklich Hand und Fuß fassen. Irgendwas fehlt da. Und das habe ich einfach im Freestyling gefunden, dass ich da sage, oh, es macht so viel Spaß, ich kann es jeden Tag machen, ich kann meinen Kopf abschalten, wenn ich das tue, egal was ich für sonstige Probleme oder Situationen habe. Das Freestyling gibt mir einfach so ein Gefühl, ja, von Freiheit. Und genau. Gehen wir nochmal ganz zurück. Also, du wirst geboren, irgendwo in Bremerhaven. Der höchste Berg in Bremerhaven ist 11,10 Meter. Ja? So, da haben wir jetzt schon mal ein Problem eigentlich. Ja. Papa konnte mit dem Meer nicht so wahnsinnig viel anfangen. Habe ich das richtig verstanden? Nee, also meine Eltern haben ja uns immer schon relativ früh auf die Ski gestellt. Ich war 2 Jahre, als ich das erste Mal auf Skien stand und auch so meine Geschwister. Und dann sind wir halt auch in den Ferien in den Skiurlaub gefahren und nicht unbedingt an den Badestrand. Und dann kam es irgendwann, dass wir im Landeskader dann in Bremen waren. Da sind wir dann am Wochenende viel zum Rennen gefahren, also Skirennen gemacht. Aber jetzt noch mal, bevor es in den Landeskader geht. Also, mir geht es um diese Familie. Also Papa war Ski-Freak und Mama auch. Die haben sich, glaube ich, sogar an der Uni bei einer Skifahrt kennengelernt, genau, oder? Die waren, ich glaube, meine Mutter ist das erste Mal nach der Schule Skifahren gewesen und dann in der Uni hat sie dann auch, mit der Uni ist sie dann viel gereist zum Skifahren und mein Vater dann auch und ich glaube, da kam so diese Motivation, Skifahren wirklich zu lernen. Das heißt, du bist schon ein Produkt der Skibegeisterung, kann man sagen. Also das denke ich auf jeden Fall. Ja. Also das ist, glaube ich, unsere ganze Familie. Also das ist immer schon so gewesen, dass Skifahren als Skiurlaub einfach jedes Jahr mindestens 2 Mal drin war. Also. Und wenn ich es richtig gelesen habe, ihr wart immer auf der Bettmeralb. Wir waren in Fiesch, das ist noch, ist davor oder dahinter? Es das ist in der Nähe. Das ist egal, es ist auf jeden Fall im Süden. Am Aletschgletscher auf jeden Fall, genau. Ja. Habe ich auch gegoogelt, 1064 Kilometer fährt man da von Bremerhaven. Ja. Seid ihr immer mit dem Auto gefahren? Ja, wir sind immer mit dem Auto. Wir sind immer mit dem Auto gefahren, wir sind auch zu den Rennen immer mit dem Auto gefahren. Also Freitagabend los, dann sind wir meistens so am Samstagmorgen angekommen im Hotel, was noch abgeschlossen war. Da mussten wir warten, bis der Brötchendienst kam, damit wir reinkamen ins Hotel. Und dann haben wir noch schnell gefrühstückt und dann in unsere Rennanzüge und dann ging es auf den Berg. Und das heißt, der Skipass musste ausgefahren werden, von morgens bis abends. Ja, genau. Ja? Ja, und dann war es meistens so, dass wir Sonntagabend dann nach der Siegerehrung gleich los sind und Montagmorgen rechtzeitig für die Schule wieder da waren. Das ist schon ein straffes Programm. Ja, definitiv, aber es hat was gebracht. Aber im Urlaub war es dann nicht so. Da seid ihr tatsächlich, das war Familienurlaub. Also, da waren wir dann viel mit Freunden auch, dass man natürlich auch mit der besten Freundin oder dem besten Freund Skifahren konnte. Das war ja... Und meine Eltern natürlich, die haben dann immer mit ihren Freunden die Urlaube geplant. Und dann wurden wir Kinder immer morgens in den Skikurs gesteckt, damit sie möglichst frei und unbeschwert Skifahren konnten. Ja. Und hatten uns dann erstmal so los für den Morgen. War das bei dir in der Skischule? War das super? Also ich weiß noch, am Anfang habe ich immer total geheult, aber dann gab es irgendwann Spaghetti Bolognese. Das fand ich super. Also ich kann das nur so aus Erzählung wieder sagen. Meinen ersten Skiurlaub, da habe ich nicht einmal geredet. Und meine Skilehrer waren total verzweifelt. Ich glaube, ich hatte 2 Skilehrer. Und ich habe nicht einmal den Mund aufgemacht. Und da gibt es auch noch ein Foto, wo ich, glaube ich, auf einem Treppchen stehe, weil ich war die Einzige in dem Kurs. Und meine 2 Skilehrer waren neben mir. Und, das ich glaub, ist wie Bremer haben, Meister also, werden. Erster von einem. Ja, genau. Ja, super. Also das haben meine Eltern mir nur gesagt. Und sonst ist da, wir waren immer, war ich mit meinem Bruder und meiner Schwester im Kurs oder mit Freunden und dann war das alles nicht mehr, war das halb so schlimm. Und war das, wenn du jetzt selbst drüber nachdenkst, so ein traumatisches Erlebnis oder warum hast du nicht geredet? War das vor Freude oder vor Frust? Also erstmal war das Schweizerdeutsch. Das war für mich, glaube ich, auch irgendwie so ein Hindernis. Das haben wir noch nicht eingespielt, das können wir beim nächsten Mal noch machen. Das kann ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich weiß es auch nicht, also nee, glaube ich nicht. Vielleicht war ich einfach ein bisschen schüchterner früher oder vielleicht war ich auch einfach in der Zone. In der Zone, du hast dich schon, ja genau. Das weiß ich noch. Meine erste Schülerin hat immer gesagt, alle hintereinander 3.
mussten wir immer fahren. Ja, da mussten wir alle ja da genau, so, wir mussten auch immer hinter dran. Als letztes musste meistens immer der bessere Skifahrer fahren, ja, genau, und alle aufzusammeln oder so. Das war wo bist du gefahren, vorne oder hinten? Ich weiß es gar nicht mehr, es war relativ unterschiedlich, glaube ich. Okay. Ja. Und dann ist die Familie ja wirklich auch so engagiert gewesen. Dein Vater, Vorsitzender des Bremer Skiverbandes, lustigerweise einer der größten deutschen Skiverbände. Ja, ne? Das ist schön. Warum ist das eigentlich so, weißt du das? Wir sind einfach ein sehr skibegeistertes Bundesland, also ganz klar. Nee, ich glaube, wir haben sehr viele Skireisen genommen und Voraussetzungen waren meistens, glaube ich, dass man einfach Mitglied des Skiclubs war auch. Und dadurch hat sich natürlich die Summe der Mitglieder auch aufsummiert. Und also ich weiß es nicht. Ich finde es aber also richtig schön, weil mein damaliger Trainer, als ich angefangen habe, ins Nationalteam zu kommen, hat mich gefragt, Kia, für die Weltcups musst du unbedingt in einem Skiclub sein. Und ich habe gesagt, ja, ja, ich bin ja in einem Skiclub. Und ich bin im Skiclub Bremerhaven. Nee, nee, du musst jetzt wirklich in einem Skiclub sein. Also es ist wirklich kein Scherz, ich bin wirklich in einem Skiclub Bremerhaven. Du startest auch noch für den Skiclub. Ich starte auch für den Skiclub Bremerhaven. Und also ich finde das toll. Also auch bei Olympia haben wir ja viele andere Trainer von anderen Disziplinen auch das sehr befürwortet und fanden das total cool, dass ich das mache. Und eine Skifahrerin aus Bremerhaven und das bei Olympia, das fanden die auch alle echt klasse. Äußerst exotisch, ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Und diese Touren mit dem Skiverband, also da habe ich ja auch welche gemacht. Ich musste auch in den Skiverband eintreten, damit ich überhaupt hier rauskomme und auf die Berge komme. Ja? nachdem wir sonst immer mit dem Opel Kadett meiner Eltern gefahren sind und ich unangeschnallt hinten diese 1000 Kilometer gefahren bin. Da gab es immer Spiele, da gab es immer diese komischen Abende mit irgendwelchen Gesellschaftsdingen. War das bei euch auch so, dass einfach schon dieses Kollektiv-Zusammensein begeistert hat? Also definitiv, das haben wir immer gemacht. Also das war eigentlich so Standard. Man hat sich sogar Spiele ausgedacht extra für die Fahrten. Und ich habe dann auch irgendwann angefangen, Skilehrerausbildungen zu machen und habe dann auch Gruppen teilweise übernommen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Weg dahin, dass ich eigentlich eher selbst nochmal für mich Skifahren möchte, weil es hat mir einfach nicht ausgereicht, einfach nur Skilehrer zu sein, anderen das Skifahren beizubringen, sondern irgendwie wollte ich noch weiter hinaus und einfach was Neues probieren. Und das war eigentlich für mich das Richtige dann im Endeffekt, ja. Die Spiele, die ihr da gespielt habt, gab es da so eins, wo du besonders, also wir mussten immer irgendwas mit Reiten ja, und mit stimmt, ja, und ja. sowas. Hattest du sowas auch? Also wir hatten viele Aufwärmspiele, ganz klar. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen das, wo man, auch mit dem Pferd, wo man dann irgendwie... Ja genau, das hatte ich genau, auch, das ist, was ich meine. Ne? Ja. Dann muss man in der ganzen Gruppe irgendwie springen hoch. Genau, und und dann wurde man, also das hat man immer zum Aufwärmen gemacht, morgens, dann wenn man los ist mit seiner Gruppe. Und abends hat man dann meistens irgendwie gemacht, ich weiß gar nicht, man musste irgendwie... So Ratespiele haben wir teilweise gemacht oder man musste irgendwie in einer Gruppe aus irgendwelche Bergnamen erraten oder ich weiß es gar nicht mehr. Oder wir mussten so schnell es geht irgendwo in den Skikeller rennen und uns einen Skischuh holen, einen passenden. Und dann, wer als erstes ein Ski-Outfit zusammengestellt hatte, der hat dann gewonnen. Also es war oder beim auch Skifahren ist schon irgendwie Ausnahmezustand immer, ja, oder? Auf jeden Fall. Es ist schon immer was anderes als normal. Es ist ja auch dann Après-Ski, ist dann ja auch noch ganz, ganz groß. Das habe ich immer ausgelassen. Ja. Ich wollte ja morgens früh auf die Piste. Das ist ja ganz klar, genau. Also das war natürlich, auch wenn man älter geworden ist, dann auf jeden Fall immer drin. Also das mache ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr. Mhm. Das ist eher so, als ich wirklich noch normaler Skifahrer war, habe ich das gerne gemacht, ja. Aber jetzt so ist man einfach kaputt auch nach dem Berg, dass man sich auch da geht erholt. Kein da geht einfach Kurzer gar nichts mehr. Mehr. Und es ist natürlich auch nicht gut für die Gesundheit und für den nächsten Tag dann. Und dann sehr zum Wohl. Genau. Es kam bei dir dann als Jugendliche, hast du schon gesagt, das Trampolinspringen dazu. Und das war auch so eine wahrscheinlich ein Bewegungsablauf, den man später fürs Free-Skiing braucht, oder? Also es war Touren. Touren, ja. Genau, es war Leistungstouren. Das habe ich schon relativ früh angefangen. Und ich habe das dann bis 16 Jahre gemacht, bis ich dann ins Ausland gegangen bin. Und ja, das hat definitiv, das war eigentlich so die Schlüsselkomponente, die für mich eigentlich wesentlich war für das Freeskiing und ich habe auch sehr, sehr viel daraus gelernt und mitgenommen. Also es sind auch sehr viele Quereinsteiger, also Freeskiing war am Anfang eigentlich, bestand nur aus Quereinsteigern, die aus anderen Sportarten kamen und es waren hauptsächlich Turner oder auch viele Kunst-Eisläufer oder
Auch teilweise Leichtathleten, also das ist ganz verschieden, aber Turner waren natürlich mit am häufigsten dabei. Das heißt, bergunter geht es automatisch, nur das, was man dabei machen muss, muss man gelernt haben. Also es sind mittlerweile, also die jetzt wirklich von vornherein als Freeskier anfangen, die Jüngeren, die können teilweise nicht richtig Skifahren. Also das ist schlecht beim Freeskiern. Aber also man sieht es schon im Kurs auch, wenn der unterwegs ist, aber es ist nicht unbedingt die Voraussetzung, die man mehr heute dafür braucht. Weil es heute so schön kühl ist hier, ja, habe ich gedacht, ich lerne mal ein bisschen was. Ja. Komm doch einfach mal mit hier runter. Vielleicht kannst du dich hier auf die Treppe setzen einfach. Und ich habe mal so ein Trampolin. Dein Supersprung heißt Cork Sevener. Ja? So, okay, los. Was muss ich machen? Cork Seven, also Cork, das kenne ich vom Après-Ski. Das ist sozusagen das mit Gorgenziehen, ne? Ja, genau. Also im Grunde genommen muss die Hüfte nach vorne gehen. Der Oberkörper geht nach hinten, man guckt quasi auf den Take-Off, das heißt der Absprung von der Schanze, darauf guckt man dann und dann dreht man sich eigentlich zweimal. So rum oder so rum? Also in die natürliche Richtung, man macht es natürlich auch in die Also ich muss einfach ein bisschen springen und jetzt mich zweimal drehen und dann wieder hier landen? Genau, ja. Und wie kann ich das jetzt hier üben? Also erstmal muss ein bisschen mehr Höhe rein, okay. Also man braucht ja auch Zeit. Ja. Vielleicht auch erstmal ein 180 zu machen, also 180 Grad Drehung. Also das heißt einmal ganz rum? Nee, 180 wäre dann einmal so. 360 Drehung, ist ganz rum, okay. Ja, 360. Zeig mal bitte. Also das, 180 war sehr nett genau, von dir also eigentlich, das wäre jetzt eigentlich so ein 180. Und damit fängt man auch erstmal so an. Dafür brauche ich ja niemand Trampolin. Nee, eben. Also man fängt auch erstmal so an den Pistenränden an. Okay. Das also war mal bei mir dann halt so der Fall. Ich bin immer an der Piste über die kleinen Schneeberge, die da waren. Da habe ich mal angefangen, dann zum ersten 180 zu machen. Und dann auch noch diese Dinger da unter, ne? Ja. Ja, so. Schau. So, und du bist mit 360 dran. Dann machen wir Pause. 360, ja, genau. Also, was ist wichtig dabei? Also man... am besten die Arme mitnehmen, ja. Also Schwung nehmen. Also ich glaube, du machst das nach rechts, ist für dir natürlich. Kann das links sein? Ja, ich mache nach rechts. Ja. Genau, ja, das war ja schon mal hier fast. Ich kann das auch mit Ikea-Schienen. Ja, dann genau, Schwung nehmen, am besten auf die Knie gehen und dann den Kopf schön mitnehmen, nachgucken, wo man hinspringt, das ist ganz wichtig. Meistens ist der Arm, der in die Richtung dreht, der gibt die Richtung an und der andere holt den Schwung. Mir ist schon heiß geworden. Komm, wir setzen uns. Mit 16 Jahren war es bei dir so, wie mit allem. Mit 16 Jahren bin ich immer noch gerne Ski gefahren, habe ich aber aufgehört, Geige zu spielen. Oh, ja. Weil da kamen die Pickel. Ja? Und alles, was das begleitet. Das Aufhören mit dem Skifahren bei dir mit 16, war das auch ein Pubertätsproblem? Ich habe gar nicht aufgehört zu Skifahren. Ich habe aufgehört mit Touren mit 16, weil ich ins Ausland gegangen bin. Also ich bin erst 3 Monate nach Kanada gegangen, in der 10. Klasse. Und dann kam die 11. Klasse und ich bin ein Jahr nach Taiwan gegangen. Mhm. Und da hat es einfach fürs Touren nicht mehr ausgereicht. Also Touren ist auch nicht unbedingt eine Sportart, die man für eine Länge oder für eine bestimmte Zeit nicht machen oder ausübt und dann einfach wieder reinkommt. Sondern man muss wirklich täglich dabei sein. Es ist einfach zu schwierig, wieder reinzukommen. Es ist jetzt nicht wie Tennis, wo man sagt, okay, ich habe jetzt mal ein Jahr nicht gespielt, ich kann mich da wieder reinfinden. Und deswegen war es einfach auch nicht, es war einfach für mich klar, dass das dann einfach so ein bisschen nachgelassen hat. Und Skifahren war dann trotzdem noch, also ich bin mit meiner Familie trotzdem noch in Skiurlaub gefahren. Ich habe es vielleicht nicht mehr so exzessiv gemacht. Wir haben auf jeden Fall aufgehört, auch mit Skirennen und so weiter. Okay. Aber dann kam auch so die Zeit, wo man dann diese Skilehrerausbildung gemacht hat und um sich so ein bisschen Geld zu verdienen dann auch und sich auch da befreit hat. Ja. Das war einfach ein netterer Job als irgendwie Kellnern für mich jetzt. Natürlich. Ich habe beim Kellnern ist mir immer das Tablett runtergefallen auch und da war einfach so Skilehrer. Aber das wäre eigentlich eine gute Übung fürs Freeskiing, mit dem Tablett. War nie so mein Ding, aber ja, wahrscheinlich. Du hast eben schon gesagt, Freeskiing war auch deshalb so interessant, weil es tatsächlich diesen Freiheitsdrang bei dir gefördert hat, weil es auch ein bisschen verrückt ist. Das ist ja eine Sportart, die noch gar nicht so alt ist. Mhm. Hat die ein Imageproblem noch oder merkst du, dass gerade sowas im Kommen ist? Also wenn man Olympische Spiele guckt, sind ja viele Sportarten inzwischen dabei, wo man denkt, wow, das gab es vor 10 Jahren nicht. Ja. So richtig als Durchbruch und auch als finanziellen Durchbruch gibt es die noch nicht, aber sie kommen, oder? Also es ist auch ganz unterschiedlich von nationsweit. Also in Amerika ist das Freeskiing ganz, ganz groß. Okay.
Dadurch sind ja auch die X-Games entstanden, die ja auch alle Lifestyle-Sportarten so ein bisschen abdecken, also sprich Surfen, Skateboarden, BMX fahren und eben auch Snowboarden und Freeskiing. Und das war für uns immer, bevor es olympisch war, so der größte Erfolg, bei den X-Games dabei zu sein. Und da werden auch immer nur die besten 8 aus der Welt eingeladen. Und wenn du da jemals eingeladen, also auch allein schon die Einladung ist, bedeutet für dich alles. Und genau, und in Amerika ist es einfach, steckt auch ganz viel Geld dahinter, hinter diesem Sport, und wird auch dementsprechend gefördert. Und es ist einfach auch Schweiz zum Beispiel, auch Asien ist jetzt mit dabei, jetzt wo China 2022 nominiert wurde für die Olympischen Spiele, tut sich da auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr als in Deutschland. In Deutschland ist es einfach so, dass erst einmal ist ja Wintersport hauptsächlich im Süden vertreten, und dann kommt natürlich noch dazu, dass einfach die nordischen Kombinierer und die nordischen Sportarten einfach noch ganz, ganz weit oben stehen. Einfach mehr Menschen können sich damit assoziieren, können das nachvollziehen. Freeskiing ist vielleicht auch nicht gerade die Sportart, die leicht zu verstehen ist am Anfang, mit den ganzen Begriffen. Das sind ja auch viele englische Begriffe drin. Es ist auch schwieriger nachzuvollziehen, wie es bewertet wird und sich da so ein bisschen reinzufinden. Ist das eine Altersfrage auch? Also glaubst du, dass in 15, 20 Jahren so diese nordischen Kombinierer und sowas, das ist dann die alte Sportart? Ich meine, früher wurde bei den Olympischen Spielen auch Tau gezogen. Ja? Das gibt es heute auch nicht mehr. Ja, also ja, dass das vielleicht aus... Ja, vielleicht kommt das wieder. dass ihr da eigentlich die Zukunft seid, dass das noch großes Potenzial nach oben hat? Also ich denke gerade, was jetzt auch die schlechten Winter angeht, dass wir da eigentlich als Sportart sehr, sehr viel mitreißen können, weil wir brauchen viel weniger eigentlich. Also definitiv ist ein Park aufzubauen, sind sehr, sehr hohe Kosten. Aber wir brauchen eben nur eine bestimmte Fläche. Wir brauchen keine Abfahrt. Also die sind ja teilweise kilometerlang. Das ist für uns gar nicht nötig, sondern ein paar können irgendwie immer stehen. Und auch in England, haben sie ja alle Dry Slopes, wo sie das machen und ausüben können. Also es kommen viele Freeskier auch aus England, die einfach also sehr gut da trainiert werden. Und das Dry Slopes, das sind Slopes, also das sind Slopes Dinger quasi, ohne Schnee. Genau, das sind einfach so Matten. Und da haben sie, also das gibt es auch, da sind teilweise, glaube ich, so Skigebiete auch extra so ausgerüstet worden. Und in Sheffield ist es eben, ist einer der großen Dry Slope Resorts fast sogar. Und da kommen viele Freeskier auch her aus England, genau. Für dich persönlich bedeutet das ja auch eine unglaubliche finanzielle Investition. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen, ein hoher, was, 4-5-stelliger Betrag, 50.000 Euro? Also mit der Saison jetzt von, mit der letzten Saison waren es jetzt 20.000 Euro. Die du besorgen musst. Die muss ich weil besorgen. Weil da kein Skiverband und kein irgendwas sagt. Also es ist ja so, wir sind in dem Deutschen Skiverband untergestellt, aber wir Freeskier werden nicht in den Sponsorenpool mit einbezogen. Das heißt, alle anderen Sportarten werden in diesem Sponsorenpool mit Adidas, Würth und Audi abgedeckt und kriegen natürlich daher also Unterkunft bezahlt, Flüge bezahlt, Startgebühren bezahlt und so weiter und so fort. Und das ist alles, was wir selbst zahlen müssen. Viele sagen in Deutschland, dass einfach das fehlende Interesse von den Sponsoren da ist, weil es einfach auch viel, also unsere Sportart wird ja auch zum Beispiel im Fernsehen nicht viel übertragen, was eigentlich relativ schade ist, weil es doch eine Zuschauersportart auch ist. Und auch in Pyeongchang hat man einfach gesehen, dass wir die meisten Zuschauer auch hatten und die wenigsten eigentlich bei den alpinen Events waren. Und das ist einfach noch in Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Und ja klar, man muss sich halt, also wir Freeskier, das ist für uns schon immer so gewesen, dass wir uns nach dem Skifahren hinsetzen an den Computer und für unser Social Media arbeiten. Wir schneiden Videos zusammen. IKEA, genau. Und versucht halt irgendwie, Also wir haben auch in unseren Verträgen mit unseren eigenen Sponsoren, die wir uns jeder einzeln suchen, ist auch wirklich drin, steht auch wirklich drin, wie viele Posts muss man pro Woche machen, was muss man machen, wie muss man taggen, was muss man für Hashtags benutzen. Also es gibt schon Vorschriften, die man dann auch verwenden muss, und damit bekommt man nicht immer nur Geld abgedeckt. Also es ist, für uns ist ja auch mit Material eine sehr, sehr große Hilfe. Ein Ski von mir zum Beispiel hält manchmal bis zu nur 3 Tage. Okay. Also dann brauche ich einen neuen Ski. Du kannst unsere gerne noch mitnehmen. Hier, ne? Ja, also wenn du was brauchst, das sponsert der Weserkurier gerne. Hier hat ein paar Bretter. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja, vielleicht wäre das ja mal eine Option. Nein, aber im Ernst, das heißt, ihr seid One-Man-Shows eigentlich. Ihr seid Unternehmer. Ihr müsst auch mit diesem Internet sozusagen Klicks, Likes erzeugen, damit eure Sponsoren merken, Kea ist in. Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, also Instagram, Facebook, Twitter sogar teilweise,
dass man einfach da überzeugt. Und das machen viele, haben halt das Glück, dass sie einen Manager haben, der halt auch viel für sie macht. Aber das wenige Geld, was wir... Ich mache das alles selbst. Also es machen die wenigsten mit Managern, also weil man muss ja auch sehr viel davon abgeben und wir bekommen ja nur schon so wenig. Und da bleibt natürlich für einen selbst nicht viel bei. Und Preisgelder ist natürlich immer so der größte Erfolg eigentlich, wenn man sich durch Preisgelder noch finanzieren kann. Ja. Weil also für den ersten Platz bekommt man dann schon so 12.000 Franken. Und das wäre natürlich schon nochmal so eine halbe Saison eigentlich. Ja. Liebe Sponsoren von Kia. Wir zeigen jetzt mal einen von Keas Film und da seid ihr mit Sicherheit auch zu sehen, also bleibt ihr treu. Ja? Wir gucken mal rein, was du den ganzen Tag so machst. Was sehen wir denn da, Kea? Das ist ein Backslide über den Rainbow Rail. Okay. Das ist ein Linksdreier Mute. Ja. Und das Ganze jetzt nach rechts mit Safety getweakt. Das ist schon wirklich kompliziert, aber muss man, ist ja auch schon wieder eine eigene Sprache. Also ich lerne auch jetzt, also es gibt ja immer wieder neue Erfindungen von Tricks, die man jetzt auch noch lernt. Also das ist eben cool, also unsere Sportart ist einfach nicht zu Ende. Man hat einfach nicht den Endpunkt gesetzt, dass man sagt, bis dahin geht's und das muss jeder können, sondern es geht einfach noch viel weiter darüber hinaus, dass man einfach unendlich viel lernen kann und unendlich anders fahren kann als alle anderen. Und das heißt, du kannst auch eigene Sprünge erfinden, definitiv, sozusagen den Ginger-Salto als Free. Ja. Ski-Salto, also das ist alles möglich in unserer Welt und deswegen, das macht es einfach alles so spannend. Aber sag nochmal, ich glaube, hier im Norden ist man begeistert von solchen Sachen, aber sag nochmal, diese Social-Media-Geschichte und dieses sich finanzieren zu müssen, was funktioniert denn? Also was hast du für eine Erkenntnis, was kommt an, was muss man da machen? Also das Interessante ist ja auch in unserer Sportart, dass man nicht unbedingt Wettkämpfe fahren muss, um erfolgreich zu sein. Es gibt ja drei verschiedene Richtungen, in die man gehen kann. Also einmal, man kann Wettkämpfe fahren und wirklich der Competitor sein, so sagt man es bei uns. Und dann kannst du ins Filmerische gehen, du kannst Backcountry filmen, also im abseits der Piste fahren. Okay. Dann kannst du noch Urban Skiing fahren, das heißt also die ganz harten. Also es sind hauptsächlich Jungs, die fahren in der Stadt Ski. Okay. Also die suchen sich eben Eisengeländer, die möglichst kompliziert sind. So und diese Skateboard-Sachen, die wir eigentlich auch sehen. Dann genau, wie Skateboarden quasi, nur du musst halt einfach in der Stadt gehen, wo Schnee liegt. Also viele fahren nach Russland, nach Skandinavien dafür, nach Kamtschatka sind einige gefahren. Also es versucht man möglichst interessante Ziele auch jetzt mit einzubringen und es ist ganz interessant mit denen, es gibt auch X-Games beispielsweise für Urban Skiing auch, wo sie halt versuchen, Videos zu drehen und das beste Video bekommt dann den Award. Das ist auch, also das kann man auch machen. Aber pusht nicht dieser ganze Druck euch auch an eine Grenze, wo es dann unglaublich gefährlich werden kann, dass man immer risikovoller sein muss, um mehr Klicks zu generieren? Also diese Idee von, ihr seid One-Man-Shows, ihr braucht Aufmerksamkeit, treibt euch doch auch oft über die Grenze hinaus, oder? Definitiv, also das ist, das versucht auch jeder. Also gerade bei den Jungs ist es ja extrem so, dass die sich gegenseitig auch pushen und jeder möchte noch mehr machen als der andere. Die gehen ja noch viel, viel weiter als wir Mädchen, aber auch bei den Mädchen hat sich unglaublich viel getan. Bei Mädchen ist es einfach so, dass die meisten einfach entweder im Freeriden sind oder eben auch einfach Wettkämpfe fahren. Also bei mir war es einfach der Auslöser, Wettkämpfe haben mich gepusht, mich motiviert, einfach noch mehr zu machen. Und bei den Jungs reicht es einfach, diesen Lifestyle zu leben. Also wie ein Skateboarder auch, noch mehr zu machen, noch wilder zu werden, noch verrücktere Sachen zu machen, um halt möglichst viele Views zu bekommen und Follower zu bekommen. Also das heißt, ist die Medaille ist am Ende gar nicht das Entscheidende, wenn ich das richtig verstehe, sondern das Entscheidende ist dann tatsächlich die Clickrate, die Views, die Likes. Ja, also viele machen es auch für sich einfach. Es ist einfach ihr Leben und sie können ohne Skifahren nicht leben. Also die Jungs kommen ja teilweise da mit 5-fachen Kreuzbandrissen her und lassen sich irgendwann gar nicht mehr operieren. Und das vernarbt dann alles und hält teilweise sogar besser und gehen halt immer noch, also geben halt wirklich alles dafür, dass sie einfach diesen Sport weitermachen können. Wo andere natürlich schon sagen würden, also ich bin jetzt über 30, ich mache das ganz bestimmt nicht mehr, sondern ich suche mir jetzt einen fixen Job, wo ich einfach ein monatliches Gehalt bekomme und einfach meine Rente einzahle, das reicht für die einfach nicht, sondern sie möchten einfach, sie brauchen diesen Drill einfach. Und wie ist das bei dir? Also bei mir ist zum Beispiel so, ich habe immer Olympia als mein Hauptziel gesehen und das war für mich auch
auch sehr überraschend, dass es alles doch noch geklappt hat. Irgendwie damit hatte ich ja eigentlich auch gar nicht so gerechnet. Aber ich bin an einem einem Punkt gelangt, wo ich sage, ich habe einfach noch überhaupt nicht mein Potenzial erreicht. Also es ist noch nicht ausgeschöpft und ich bin auch nicht verletzt, sondern ich bin körperlich wirklich noch total bei mir. Und Sportler entscheiden meistens, mit ihrer Karriere aufzuhören, wenn eins von den beiden nicht mehr funktioniert. Und das hat einfach bei mir alles noch ja, noch heile. Ist noch heile. Aber ich meine ja. Auch, wie ist es bei dir mit diesem Kick des Extremen? Hast du das auch schon? Ja, also es merkst du das auch? Also es ist super cool, einen neuen Trick zu lernen und den auf Schnee hinzustellen. Das Gefühl gibt es eigentlich so, hatte ich so noch nie. Also das kann ich mit nichts anderem vergleichen. Es ist einfach, es ist geil. Also es bereichert einen einfach innerlich so sehr. Und das ist, glaube ich, so das, was einen irgendwie motiviert, weiterzumachen und noch mehr zu machen und noch mehr zu machen und dafür zu trainieren. Ist es die Gefahr, die auch ein Kick ist, oder ist es nur das Gelingen und das Erreichen des nächsten Levels? Also mittlerweile ist es ja schon mal so, dass man anders trainiert als früher. Früher hatte man einfach die Möglichkeit, entweder durch was, also ski or die. Ja. Und heute ist es ja schon so, dass wir andere Möglichkeiten haben, auch zu trainieren und so Tricks zu stabilisieren und uns damit wohlzufühlen und zu wissen, was wir eigentlich da machen und zu wissen, wenn wir diesen Trick auf Schnee machen, dass wir den zu 100% hinstellen können. Okay. Das klappt natürlich nicht immer, aber es gibt uns viel mehr Sicherheit und deswegen ist das definitiv schon einfach eine sicherere Sache heute. Aber es ist natürlich schon so immer noch was anderes, wenn man das auf Schnee hinstellt und sagt, ich habe das jetzt gemacht und ich kann das zu meinem Trickrepertoire dazu zählen und es bereichert einen einfach so. Okay, habe ich verstanden. Und ich habe auch verstanden, dass mit den Klicks und mit dem Risiko und dass die euch folgen, je extremer das wird. Was ich noch überhaupt nicht verstanden habe, das hast du eben schon erklärt, ist, wie wird überhaupt gewertet beim Free Skiing? Es geht um Geschwindigkeit und es geht um Punkte für Ästhetik. Also es geht nicht um Geschwindigkeit, also die Zeit wird jetzt nicht gemessen. Okay. Also man kann eigentlich ewig auf dem Kurs irgendwo rumstehen, nur es bringt leider nichts. Es ist nur so, dass man... Weil es auch nicht so schön aussieht, man steht schön. Vielleicht, ja, das vielleicht, ja. Es ist nur das Problem, dass man eben, man hat in der Regel drei Schanzen hintereinander oder nicht unbedingt hintereinander, aber es sind im Kurs drei Schanzen und gewisse Obstacles nennen wir sie, also Eisenstangengeländer, genau. Und man braucht natürlich eine gewisse Geschwindigkeit, um über diesen Kicker zu kommen. Mhm. Also das A und O ist natürlich, dass man in der Schräge landet nach dem Kicker. Also jeder Freeskier weiß, dass man nicht im Flachen aufkommt. Dass die Ebene zwischen Absprung und der Landung, die nennt man Table bei uns. Okay. Und jeder Trainer sagt uns immer, bleibt von dem Table weg. Okay. Und natürlich kann man das nicht immer beeinflussen, weil es ist eine Outdoor-Sportart. Wir haben bei jedem Wettkampf mit Wind zu kämpfen, mit Schneestürmen zu kämpfen und teilweise werden ja auch Weltcups dann abgesagt und wir haben ja auch teilweise nur 5 Weltcups in der Saison. Es ist ja auch sehr für ein Skigebiet sehr teuer, das alles aufzubauen. Und und dafür brauchen wir Geschwindigkeit. So, dann ist der Absprung. Also der Absprung ist wichtig für die Amplitude, also die Höhe. Dann die Ausführung. Es ist stylisch ausgeführt. Hat man den Grab? Also es gibt ja 1000 verschiedene Grabs, die man machen kann. Wir machen mal ein Deutsch Freeski-Wörterbuch, glaube ich. Ja, genau, ist super. Wahrscheinlich. Ja, okay. Die Hand muss am Ski sein und nicht an der Bindung. Also es gibt auch verschiedene Begriffe. Also es gibt auch so einen Instagram-Account, den haben die Jungs damals gemacht, Girls Who Grab, weil Mädchen halt früher immer an den Bindungen gegrabt haben und haben sie uns immer so ein bisschen veräppelt. Okay. Aber es ist ganz wichtig, dass man den Ski bis zum Ende der Drehung in der Hand hat und dann stylisch, dann vielleicht sogar noch vielfältig und man irgendwie andere Ideen hat. Also man sollte nicht den gleichen Trick immer machen, man muss natürlich auch verschiedene Richtungen fahren. Also zum Beispiel drei Kicker heißt, man muss 4 verschiedene Richtungen irgendwie abdecken. Okay. Also links, rechts, Switch, also rückwärts heißt Switch bei uns und das auch nochmal rechts oder links. Und das muss man alles abgedeckt haben. Okay. Und natürlich dann auch verschiedene Achsen. Also nicht nur gerade drehen, sondern man muss auch in eine Korkachse gehen. Man muss vielleicht auch in eine Misty-Achse, also es ist sehr kompliziert. Okay, ich hab das total verstanden, total easy, ja, um mal in der Freeski-Sprache zu bleiben. No problem for me. Und ich hoffe, dass das Publikum auch gut zugehört hat. Ich gehe mal ganz kurz runterkehren, lass dich alleine. Okay. Ich gebe euch mal Karten. 1 bis 10. Einmal hier.
einmal hier und einmal hier. Sie sind sozusagen unsere Ästhetikrichter, weil jetzt machen wir all das, was du mir eben erklärt hast, auf einen kleinen Kurskehr. Okay. Unsere, wie sagt man das? Slope? Slope-Kurs, Slope-Style? Bitteschön. Unsere Slope geht hier runter. Ja. Wir haben auch einen Startknopf natürlich. Oha. Hier fängt es an. Ja. Ja. Unser Kurs geht hier runter. Wir brauchen die IKEA-Ski nicht. Hier können wir uns an diesem Balken austoben, wie wir wollen. Ja. So. Dann gehen wir hier auf diese Treppe. Müssen hier formschön über das Geländer kommen. Hier runter. Nehmen diesen kleinen Slalom. Okay. So. Und jetzt wird es schon ganz leicht. Wir bestellen uns kein Bier beim Vorbeigehen. Springen hier nochmal irgendwie formschön über diese beiden Dinger. Wieder hoch. Okay. Und drücken darauf. Okay, alles klar. Ich habe gedacht, wir müssen das stoppen. Müssen aber wir aber nicht, gar nicht. Also genau. Weg damit. Genau. Ja? Da ich überhaupt keine Ahnung habe, wie dieses Zeugs geht, sage ich mal, viel Spaß. Brauchst du okay. noch irgendwie aufwärmen oder sowas? Ja, ein Wein vielleicht. Ja, komm. Das ist cool. Wir machen kein Après-Ski, wir machen Avant-Ski. Mhm. Genau. Sehr schön. Also, sehen Sie Kea Kühnel beim Free-Run-Dingsbums. Okay. Okay, los geht's. Okay, das war ein... Ja, Form vollendet. Ja, das war noch kein Ski-Grab, glaube ich. Ja. Das ist ein bisschen Limbo. Yeah. Ja, super. Super, sehr schön. Empfangen Sie Ihre Wertung. Ich gehe mal ganz kurz rüber, warte. Bitte? Zurück, Sie auch. Ja, ich komme auch gleich, aber ich will ja erst mal sehen, was rausgekommen ist. Bitte schön, was hast du da? 11 werden. Oh. Zeig mal da in die Kamera. Ja. Sehr cool. Also einmal 11. Eigentlich sind wir von 1 bis 10. Also einen schenke ich dir, Kea. Ja? Einen Schleimpunkt gibt es hier dazu. Aber die anderen sind 1 bis 10, bitte. Einmal da in die Kamera zeigen vielleicht. Sie wissen, ich komme auch noch, ne? Ja. Also Sie müssen sich schon ein bisschen Luft nach oben lassen. Und nochmal 10. Okay, das sind 18 Punkte, glaube ich. 31, okay. Ab jetzt zählt das wieder mit den 2 Karten hintereinander, okay? Okay. Okay. Viel drehen, viel Richtungswechsel. Viel verschiedene Richtungen, genau. Vielleicht auch rückwärts was. Hier mache ich mal so wie du. Ja. Yeah. Und das war für Gummitwiste. Oh. Ja. Oh, jetzt bin ich aber schon kaputt. Ich darf stehen bleiben, hast du gesagt, ne? Aber dann reicht die Geschwindigkeit. Aber ich darf auch schön stehen bleiben. Achso, ja, die Geschwindigkeit muss ich wieder aufnehmen. Für den Bock, genau. Und Cock 7. Ja! So, jetzt nimm gespannt. Das, pass ja. auf. Können wir nochmal 3 Getränke bestellen, bitte? 10. Das ist der Unterschied. Ja, das macht den Unterschied im Dings, ja genau. Glatte 10, wunderbar. Das ist wunderbar zusammengezählt. Also Olympia ist nah, würde ich sagen. Vielen herzlichen Dank, ja. Dankeschön. Nächstes Mal machen wir es mit Ski. Ja, ja, gerne. Super. Zum Glück ist ja heute nicht so heiß. Nee, zum Glück ist heute echt mal so richtig Bremer Schiedwetter, ja. Ne? Definitiv. Olympia, hast du gesagt. War immer ein Traum, der ist vollendet. Du bist nachnominiert worden, bist angerufen worden und hast deinen Vater angerufen. Und irgendeiner von euch beiden hat geweint, glaube ich. Habe ich irgendwo gelesen. Ich war total baff erstmal. Ich glaube, ich habe gar nicht geweint. Also ich konnte es nicht fassen, bevor ich ins Flugzeug bin, glaube ich. Das war alles so fern irgendwie.
Papa bestimmt, ja, kann ich mir vorstellen. Mama war noch in der Schule, sie ist Lehrerin, okay, und hat das dann von ihren Schülern, glaube ich, erfahren. Ach was? Das war dann im Radio. Weil die dir folgen auf Instagram und während der Stunden wahrscheinlich dauernd IKEA folgen, ne? Ja, genau. Da ist immer so Push-Nachricht. Genau. Ja. Wie ist das so? Dann fährt man da hin und man hört ja immer von diesen olympischen Dörfern. Dann ist das das Deutsche Haus, man wird da einquartiert. Ist das eher Jugendherberge oder ist das eher Luxushotel? Also es war überhaupt nicht Luxushotel. Also wir Freeskier waren, also es gab drei verschiedene Olympiadörfer. Einmal eins, das war ganz am Meer, das waren die ganzen Indoor-Sportarten, also sprich Eishockey, Eiskunstlaufen. Und Curling. Okay. Und dann gab es noch... Habe ich da irgendwie eine suffisantes Lächeln? Nee, ja? Gar nicht. Curling ist auch Englisch. Die haben ja sicher auch ganz viele englische Begriffe. Ja, 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 definitiv. Free ja. Bowl Run ja. Style. Cleaning. Ja? Cleaning, ja. Schrubben. Schrubbing. 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 Genau. Und dann gab es noch eben das Olympische Dorf für die Alpinsportarten. Ja. Das war so das klassische olympische Dorf. Und da seid ihr dabei? Nee, wir waren nicht dabei. Wir waren im Phoenix Park, das war nochmal weiter oben, Richtung nordkoreanische Grenze. Ja, okay. Und da waren eben alle Freestyle-Sportarten. Und unser Dorf war wirklich abgelegener. Aber ich glaube, wir hatten sogar die besten Apartments. Also wir hatten Wohnungen alle. Okay. Mit einer Küche drinnen, mit Fußbodenheizung, weil das war ja alles noch gar nicht fertig. Ich glaube auch sogar, dass da noch ein Kran in den Lift von unserem Olympiapark-Lift reingefallen ist, eine Woche vorher. Und auch die Häuser, wurden mir gesagt, waren alle noch gar nicht fertig. Also, und das olympische Dorf, wo die Alpinskifahrer waren, da waren wir dann auch noch eine Nacht, bevor die Abschlusszeremonie war, und es war so kalt da drinnen, und also ich war echt froh, als wir dann das erste Mal. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man es euch da schön gemacht hat. Also es wurde schon ganz nett gemacht. Also man hatte halt schöne Bettwäsche und man war natürlich, und es gab ein Free McDonald's, ne? Also es war ja ach was, total ein Free toll. McDonald's? Ja, also für McDonald's war ja ein offizieller... Das ist ja für Sportler besonders gut, ne? Also es ist ja super. War ja für uns... so vom Wettkampf nochmal 5 Big Mac und so. Ja, also das war ja offizieller Partner von den Olympischen Spielen, und daher gab es einfach auf unserem Gelände ein Free McDonald's, und da waren wir dann... gar nicht so oft. Aber es war natürlich total cool. Also, das war schon, ja. Und ist das auch wichtig, dann in so einem Dorf alle zu treffen? Also, was passiert da abends? Also, nicht das. Also, man redet wahrscheinlich, man trifft, tauscht sich aus. Party? Oder ist das wirklich, ist man da im Tunnel und sagt, Wettkampf, 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 Wettkampf? Also, man hat am Anfang der Olympischen Spiele so Pins bekommen mit der eigenen Flagge drauf, und man hat halt versucht, möglichst viel zu tauschen. Man wollte natürlich immer nur mit den Ländern tauschen, die ganz selten waren. Das war ganz klar. Jamaica, jeder wollte einen Jamaica-Pin haben. Was ist ein Pin? Pin ist sozusagen eine Stecknadel. Ja, so Broschen halt quasi. Die hat man halt gesammelt dann von verschiedenen Nationen. Das heißt, ihr habt alle man hat immer getauscht. Welche gehabt, dann musstest du 100 mitnehmen und dann hast genau. du... Genau. Deutschland hatte, glaube ich, die meisten Athleten. Es wollte einfach niemand unsere Pins haben. Okay. Und Jamaica war so selten. Die hatten, glaube ich, insgesamt nur so 18 Pins. Also ich glaube, die werden auch jetzt noch bei eBay versteigert. Das ist ein bisschen Panini sammeln. Okay. Also es war total cool. Und jeder, wenn man immer in Jamaica, das waren ja alles Bobfahrer, ja, gesehen stimmt. hat, sofort hin, haben sie einen Pin? We have a Pin, I want a chain. Und auch Kenia waren da auch total coole Länder. Also auch, das hört sich ein bisschen nach Schullandheim aber Bermuda, an, oder? Also ja, also es war ja dann auch, zum Glück waren wir ja im Phoenix Park, weil es ist ja der Virus ausgebrochen im Olympischen Dorf. Auch noch, ja. Da waren wir ganz froh, dass wir da dann nicht waren. Und da ging es einigen Schweizern auch relativ schlecht im Endeffekt. Also die haben halt dann auch dort geschlafen, und es war kontraproduktiv im Endeffekt. Ja, also daher, ja, aber es ist schon cool. Also man kommt natürlich nicht so ganz zur Ruhe, wenn man da im Olympischen Dorf ist, weil es einfach immer so viel los ist. Es ist immer irgendwo Action. Es gab ja auch Spielzelte, wo es ganz viele, wo man Videospiele, die Jungs waren ja nur am Zocken dann da. Das ist lustig, du machst immer so diese Trennung zwischen Jungs und Mädels. Ja, das ist ja, ganz interessant. Das war stimmt. Ja, es gab Friseur umsonst. Also wir Mädels konnten zum Friseur gehen und haben sie unsere Haare gemacht, dann haben sie auch unsere Nägel gemacht, also alles umsonst. Das war halt schon ganz also cool. Olympia lohnt sich, höre ich, weil man kann umsonst Big Mac essen und sich die Haare machen ja. lassen. Ja, das ist dann einfach mal richtig gut. In Pyongyang, wo der Baukran gerade ins Haus gefallen ja, ist. Hört sich richtig idyllisch an. Ja, man muss ja auch die schönen Seiten erzählen, ja, nicht immer so. Ja. Dass man, ja, es gab natürlich auch ein Fitnessstudio. For free.
Ja, man hatte auch, also jeder hatte in der Wohnung halt auch Fitnessgeräte noch, dass man gar nicht erst rausging. Es kam, war ja sehr, sehr kalt, als wir da ankamen. Also ich bin ja, wir sind ja gar nicht zur Eröffnungsfeier gekommen. Wir sind ja, ich glaube, eine Woche später sogar gekommen oder 5 Tage. Und das war so kalt, also wir haben nicht mal 3 Minuten draußen ausgehalten. Wir hatten ja die ganze Adidas-Einkleider, wir hatten so viel an. Was wir halt schon für Firmen genannt haben, großartig, ja. Product Placement. Ja, also es war super kalt und daher war es auch besser, einfach nur in der Wohnung zu bleiben. Außer wenn man wollte zu McDonald's. Habt ihr euch auf den Grill gesetzt, genau. Ja. Und dann kam der Tag des Wettkampfs. Genau. Da ist man dann wahrscheinlich schon, also man, bis dahin ist man ja wirklich fokussiert wahrscheinlich, oder? Und will, dass dieser Moment auch vernünftig läuft. Also wir hatten 3 Tage Training, das war ja sehr, sehr viel. Es war ja aber auch ein sehr komplizierter Kurs, der da stand. Also es war ja Wahnsinn, was sie da aufgebaut hatten. Es war total cool. Und ich weiß noch, jetzt der erste Moment, als ich beim ersten Training da rein bin, das war einfach wow. Also man hatte schon Respekt, die ganzen Geländer waren größer als du selbst. Die Kicker waren total cool geshaped, ganz lange Landungen, man konnte weit gehen, es war ja total windig da zu der Zeit. Das heißt, jeder Parcours ist anders und ihr hattet 3 Tage Zeit, um euch sozusagen diesen Parcours zu eigen zu machen. Also das Gute ist eben auch in unserer Sportart, dass jeder Kurs bei jedem Wettkampf anders ist, wo man eben sein Trickrepertoire darauf anwenden muss. Okay. Also das ist eben das Coole, irgendwie das Interessante auch an der Sport, das wird nie langweilig. Und der Olympia-Parcours war besonders herausfordernd. Ja, der war total herausfordernd. Okay. Also auch die Jungs hatten sehr, sehr viele Probleme am Anfang, weil es so viele Möglichkeiten gab und 3 Tage waren definitiv nötig. Ich hatte meinen Run relativ schnell und ich war auch total fertig von den 3 Tagen Training und es war ja sofort dann am nächsten Tag dann der Wettkampf. Ja. Deswegen, also ich hätte mir schon, also die Jungs hatten dann eben am übernächsten Tag, ich hätte schon gerne mit denen getauscht. Einen Tag Ruhe zwischendurch. Genau, das heißt, wir hätten uns das Ding jetzt einfach noch 3 Tage lang angucken müssen. Ja, genau, uns was überlegen. Genau, also der Kursplan, der stand ja auch schon 2 Monate vor Olympia und es haben sich viele Freeskier den Plan ausgedruckt, haben sich an die Wand geklebt, das habe ich auch gemacht. Man hat verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Also man hat da schon sehr viel drüber nachgedacht, was man da alles machen kann, welche Tricks man da anwendet und wie man das und das fahren könnte. Also man nimmt sich schon Zeit auf jeden Fall dafür und das macht man auch bei den Weltcup-Kursen. Wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt ist der große Moment, jetzt sind die Olympischen Spiele, jetzt stehst du da oben an der Startrampe. Und dann haust du dir erstmal Kopfhörer rein, um Musik zu hören dabei. Ja. Also du dudelst dich so voll in deinem größten Moment, dass du überhaupt noch weiter gepusht wirst. Ja, also Musik spielt einen ganz, ganz wesentlichen Part bei mir. Also bei vielen Freescannern, es gibt kaum welche, die ohne Musik fahren. Und man sagt auch oft, dass es die ohne Musik fahren, fahren am unstylischsten. Das ist auch oft der Fall so. Es motiviert. Also man ist auch total in einer anderen Welt, während man fährt. Es ist einfach ein anderes Gefühl, man schaltet einfach ab. Und ich finde es auch ganz schrecklich, wenn man dann fährt und man hört die Lautsprecher, also den Kommentator, und also sagt, oh, das so war jetzt nicht so gut. Also du drehst dir so laut, dass du gar nichts hörst, oder? Also ich höre gar nichts. Also ja. Also ich rede auch relativ wenig. Immer die gleiche Musik oder suchst du dir die Musik für den Parcours aus? Ich habe so ein paar Favoriten immer. Also ich wechsle auch, es ist alle Monate, dass ich eine andere Playlist habe. Man hört sich halt einfach so um. Also das ist einfach so, man beschäftigt sich einfach damit. Also auch wenn man im Radio irgendwie ein cooles Lied hört, dann sofort Shazam und dann ist es in der Playlist drin. Und Und dann stöpselt man es rein. So, und jetzt geht's los. Piep, 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 piep. Wenn du das jetzt selbst sozusagen kommentieren müsstest in deinem inneren Kopf, wie du da runtergefahren bist, warst du am Ende trotzdem zufrieden, obwohl es für die Quali nicht gereicht hat? Oder hast du im inneren Kopf schon gesagt, Also das Witzige war auch, ich war überhaupt nicht aufgeregt beim ersten Run. Das ist schon immer ein schlechtes Zeichen eigentlich, oder? Ja, also obwohl ich, also früher war ich ganz, ganz aufgeregt bei Wettkämpfen. Und wenn man weiß irgendwie, dass das alles so funktioniert, dann lässt auch so ein bisschen die Nervosität nach. Mhm. Und ich fand das auch ganz komisch, also ich stand auch am Start und also ich rede auch relativ wenig immer beim Skifahren, also ich bin eigentlich immer in meiner eigenen Welt und ich höre immer Musik. Wie beim ersten Skiurlaub, da hast du gar nicht geredet. Genau, vielleicht kommt es auch daher. Also ich rede auch gar nicht gerne beim Skifahren, also auch immer, wenn wir Lift fahren,
das nervt mich absolut, meine Musik auszumachen. Oder wenn dann, wenn ich jemanden im Lift habe, der ganz viel redet. Ach, bist du so ein Assi, der mit so Kopfhörern ja, im Lift also, ja, fährt? Schon. Also, ja, definitiv. Also ich freue mich immer, wenn irgendjemand, ein Japaner oder so bei mir im Lift ist, weil die können kein Englisch, ich kann kein Japanisch und dann hören wir beide Musik. Also man ist halt einfach in so seiner eigenen Welt und das ist gut so. Und dann nach dem Skifahren rede ich ja ganz so. Also ich könnte beim Skifahren viel. Ja immer im Sessellift immer wieder weiter rumfahren und die Leute voll quatschen. Ne? Ja. Da spiele ich immer Talkshow. Also das Schlimme ist ja auch immer, wenn man dann bei einem Wettkampf ist und dann sind da Touristen und dann, ja und wann ist das dann und wann und woher kommst du und wie ist das? Ist das gefährlich? Und du willst eigentlich nur Musik hören und bist gerade kurz vor deinem Run und willst eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. Das ist ganz, ganz schrecklich, aber man muss da natürlich damit umgehen können. Man ist natürlich auch nett und höflich dann. Aber am liebsten würde ich einfach so ja, in mir selbst drin sein gerade. Weil man das auch braucht. Weil man das ich denke, also ich brauche das ganz, ganz, ja. Also das haben auch viele, die einfach nicht vom Start reden, also auch von den ganz, ganz Professionellen, bei den Männern auch, dass die einfach sich in der Ecke stellen und alles durchgehen und einfach ihre Ruhe brauchen, Musik hören und das ist einfach bei, ja. Autorennen fahren, immer den Kurs schon einmal so vor. Genau. Ergebnis waren 59,6 Punkte. Normalerweise sammelst du wesentlich mehr Punkte. Mhm. Woran lag's? Vielleicht war ich zu gut vorbereitet, ich weiß es nicht. Also beim ersten Mal war es ja einfach so, ich war zu kurz beim zweiten Kicker, das heißt also ich hatte zu wenig Geschwindigkeit. Der Wind hatte ja auch dann bei dem Wettkampftag eine wesentliche Rolle bei vielen Mädchen im ersten Lauf gespielt. Das war ja schon für uns, einfach für unsere Sportart nicht gerade großartig, weil viele gute Fahrer einfach ihre Runs nicht so zeigen konnten, wie sie es eigentlich im Training gemacht haben. Und ja, dann war ich halt, ich glaube, das war mein letzter Run im Training davor und da war ich super, super weit. Ich konnte gerade noch so den Trick hinstellen und da hat man einfach im Kopf gemerkt, man ist ja auch oben und guckt sich die anderen auf dem Fernsehbild auch an und sagt immer so, oh Gott, die war viel zu weit. Und man weiß einfach nicht, man muss es halt einschätzen und du fühlst es manchmal einfach nicht, ob der Wind jetzt gerade gegen dich kommt oder hinter dir ist und das ist einfach... Du bist natürlich dann noch vielleicht aufgeregt und du bist einfach, ja, es ist Olympia, es ist einfach ein anderes Erlebnis und dann passiert es passiert ganz schnell. Also, dass man dann einfach zu kurz ist und dann, ich weiß noch, als ich auf dem Nackel, man nennt das Nackeln, wo die Landung von der Ebene kommt, wo ich da drauf gelandet bin und ich dachte mir so, oh, das ist einfach so dumm gerade, Kea, warum bist du nicht einfach... Hast das heißt, einen das wusstest Korbe? Du eigentlich während der... Ich wusste schon in der Luft, dass das nicht ausreicht und ich dachte mir einfach nur so, oh Gott... Wieso hast du eine Kurve gemacht? Und dann war es zu spät. It's too late. Yeah. Und im zweiten Lauf war es ganz klar, also die Kicker waren, also meine Kickertricks waren, das war okay, aber es hat einfach an den Rails nicht gepasst, also an den Geländern. Da habe ich, die kamen ja alle vor den Kickern und ich hasse das auch, wenn die Geländer vor den Kickern kommen. Ich mag das immer viel gerne, wenn sofort die Kicker kommen. Okay. Das ist auch irgendwie ein bisschen ja, spektakulärer für die Zuschauer, finde ich, wenn man zuerst die Schanzentricks sieht und dann die Rails, weil viele fallen ja dann schon bei den Rails auch von den sehr, sehr guten Fahrern und dann können sie gar nicht zeigen, was sie eigentlich noch so richtig drauf haben. Genau, und dann hat es einfach nicht gereicht. Und wenn man dann unten ist, ist man dann enttäuscht oder denkt man, komm, ich habe das Ziel erreicht, ich war bei Olympia, ich gehöre zu den Besten in Deutschland oder tut das noch richtig lange weh danach? Also ich denke, dass ich gar nicht, ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, weil ich im Endeffekt bin ich als Letzte reingekommen und ich bin als 18. raus, deswegen, ich weiß, da wäre noch so viel mehr gegangen, aber da waren auch welche hinter mir, die waren, die Olympiasiegerin von 2014 war hinter mir. Also ist doch viel Glückssache dann bei eurem definitiv. Sport, ne? Also, dass man wirklich also da man trainiert 4 Jahre darauf hin. Ja. Ich finde auch die Olympia... Qualifikationsphase, das ist die schlimmste Phase, die ein Sportler durchfährt. Es ist so viel Druck, der auf einem lastet und dann hängt alles von einem Tag ab, also oder von 2 Läufen. Ja. Und das ist ja nicht unbedingt dann vielleicht dein Tag gewesen oder du fühlst dich nicht danach oder es ist einfach schief gelaufen. Aber ist nicht so, dass du jetzt sagen würdest, Olympia würde ich nicht nochmal in Angriff nehmen? Nee, oder also, war der Druck so groß, dass du sagst, ach nee, das habe ich jetzt gehabt, das brauche ich nicht mehr. Also der Druck war ja für mich überhaupt gar nicht so groß. Also klar war man natürlich selbst damit sehr beschäftigt, oh Gott, ich muss jetzt diese deutsche Qualifikation schaffen. Die war ja für uns viel schwieriger als die internationale. Ja. Und die deutsche war auch für unsere Verhältnisse, also wir haben ja nur 5 Weltcups im Vergleich zu den Alpinen, die 32 Weltcups haben, ungerecht. Also man kann uns nicht die gleichen... Voraussetzungen geben, die auch ein Alpiner hat. Das ist eigentlich
ja, unfairer kann man es eigentlich gar nicht beschreiben. Also viele Länder und Nationen sagen einfach, du musst die internationale schaffen und dann kannst du fahren. Aber in Deutschland ist es halt einfach so, du musst die deutsche schaffen oder du fährst nicht. Und das war dann der Fall, genau. Ja, gehen wir noch mal einmal rüber zum Stehtisch und gucken mal, was auf deinen neuen Skiern steht. Okay. Da stehen hoffentlich 2, 3, 4 Fragen, die du uns beantworten kannst, wenn du willst. Das ist nicht lackiert, deshalb ist die Farbe hier so eingedingst. Wie viel Sport betreibst du im Sommer? Eigentlich jeden Tag. Also ich habe jetzt zum Beispiel, jetzt im Sommertraining war das immer so, ich bin jeden Tag nach München gefahren von Innsbruck. Also ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, losgefahren aus Innsbruck, war um 8 Uhr in der Uni bis 10 Uhr. Dann bin ich sofort in den Olympiastützpunkt nach München gefahren und war da bis 2 Uhr und dann habe ich was zum Mittag gegessen und bin dann wieder in die Uni und war dann so um 8, 9, 8:30 war ich wieder in Innsbruck. Also die Antwort wäre viel Sport. Viel Sport. Ich war jetzt auch vor 2 Wochen in Zermatt. Ich fahre jetzt nächste Woche nochmal nach Zermatt, weil da können wir im Sommer Skifahren. Da ist auch ein guter Park. Genau, und wir haben auch viele akrobatische Trainingsmöglichkeiten, wo ich also im Sommer bin, also eigentlich ja jeden Tag. Wie lernst du Chinesisch? In der Uni. Würdest du gerne später irgendwo leben, wo immer Schnee liegt? Also... Du hast ein Fischbrötchen genommen am Anfang, ja, ne? Ja, das stimmt. Weiß ich gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, mir macht das gar nicht mehr so viel Spaß, einfach nur die Piste runterzufahren, sondern ich brauche irgendwie schon so ein bisschen, ich brauche einfach was, also ich brauche den Park eigentlich. Also ich mag auch überhaupt nicht Freeriden. Okay. Also das ist gar nichts für mich, also deswegen muss es, glaube ich, also Lebensabend sein. In den Bergen muss nicht sein. Muss nicht unbedingt sein. Also die Berge finde ich natürlich schön, aber Gardasee hat ja jetzt auch einen See und Berge. Also, aber nee, mehr würde sicherlich auch gehen. Wasserski. Hast du Vorbilder? Ja, also meine Eltern sind meine Vorbilder. Dann viele Skifahrer. Also ich gucke mir jeden Tag Skivideos an, um mir was abzugucken von vielen Fahrern. Also definitiv, ja. Willst du, nochmal zu Olympia, haben wir eben schon gesagt, obwohl die Antwort habe ich auch nicht so genau verstanden. Jein war so irgendwie die Frage. Also ne? Ich will, also klar, es sind halt nochmal 4 Jahre und ich bin jetzt 27, das heißt, ich werde 30, ganz genau, würde dann 31. Monat danach werden. Und man muss natürlich schauen, wie es mit dem Verletzungsrisiko ist. Man könnte ja auch, es kann ja immer mal wieder passieren. Aber klar, China wäre natürlich für mich einfach wie so eine Heimat-Olympiade und das wäre schon cool. Also ich war jetzt auch mit dem Bayerischen Rundfunk schon mal da und habe mir die Parks dann angeschaut und das war echt total cool. Also auch einfach hauptsächlich um die Vorurteile, die Peking ja den Peking ausgesetzt ist, dass sie die Olympischen Spiele 2022 veranstalten, ausgesetzt sind und das ist einfach, habe ich dann eigentlich so ziemlich gezeigt, dass es nicht der Fall ist. Okay, das ist wahrscheinlich dann die Frage deiner Eltern, die auch hier sind. Was hast du nach deiner Skikarriere vor? Ich will ja den Weg eines Wirtschaftsprüfers eingehen. Ja, also ich mache BWL jetzt dann, hast du schon studiert? Genau, ich möchte mich hauptsächlich auf chinesische Unternehmen im deutschsprachigen Raum und auch andersrum konzentrieren. Ich mache jetzt dann im Oktober, fange ich meinen Master in Innsbruck noch an, in Wirtschaftsprüfung. Und ja, da werde ich ja sehen, ob es, also mein Professor hat mir damals einen Job angeboten nach meiner mündlichen Prüfung. Und da habe ich noch gesagt, nee. Nur am Gardasee. Wirtschaftsprüfer werde ich ganz bestimmt nicht, ja. Aber... doch, ich denke schon, das ist so, also doch, das ist schon so mein Ding, glaube ich. In die Richtung geht. Ja. Vielen herzlichen Dank. Danke, ich habe zu danken. Kea, die Ski sind für dich. Danke. Du hast sehr viel geredet, viel mehr als auf deinen ersten Skiurlaub und du hast einen Wahnsinnsparcours hier hingelegt. Vielen, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Und wir danken SWB für die freundliche Unterstützung und im nächsten Weserstrand begrüßen wir Max Kruse. Dankeschön und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Vielen Dank. Ja, cool. Super. Vielen Dank für die Ski. Ja, danke. Ich muss mal rausgehen. Ich bin immer rein. Danke. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Ja, super.